Funky, bunt und anders. Das ist das Blackman Hotel in Melbourne. Elegant ragt das dunkel getönte Gebäude mit seinen 19 Stockwerken in den Himmel. Schon beim Eintreten fällt die kunstvoll gestaltete Rezeption ins Auge. The Blackman Hotel gehört zur Gruppe der Artius Hotels in Australien und folgt einem ganz bestimmten Konzept. So Artius Hotel Group is a hotel group that bases our themes on Australian artists. All of our hotels are named after different Australian artists. Das Konzept setzt sich durch das ganze Hotel. Über die bunt gestalteten Fahrstühle geht es aufwärts. Die ausgefallenen Bilder überall an den Wänden sind von dem australischen Künstler Charles Blackman, dem das Hotel seinen Namen verdankt. Alice im Wunderland ist hier das Thema und das Markenzeichen ist der Hase. Wer genau hinschaut, sieht diesen immer wieder in seinen Bildern versteckt oder als Symbol an den Wänden und Türen. Die Zimmer sind geschmackvoll und modern eingerichtet und überraschen immer wieder mit kleinen Nachrichten und Details, die das Hotel so besonders machen. Von den oberen Stockwerken aus bietet sich ein atemberaubender Blick über Melbourne, der sich wohl am besten aus dem Jacuzzi der Penthouse Suite genießen lässt. Für das leibliche Wohl sorgen ein kleines Restaurant mit vornehmlich italienischer Küche und ein Bistro für den kleinen und großen Hunger. Aber was macht das Hotel so besonders? It does cater for younger people up to retirees. It is one that's not pigeonholing itself to any one market. And that's a lot of that's got to do around with the type of art that Charles has produced. It's not in your face, but it's not dull and boring. It has a bit for everyone. Mit seinen 5 Sternen und der zentralen Lage ist es ein guter Anlaufpunkt für jeden, der bezahlbaren Luxus, Ruhe vom Zentrumsrummel und vor allem nach etwas anderem sucht.